Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Ukulele in the Impossible Lair. Und im letzten Part, oder im allerersten Part, haben wir das allererste Kapitel und das tolle Kapitel gemacht. Und holy shit, das Spiel geht schon direkt ab, finde ich. Wir müssen anscheinend irgendwelche Bean Tylone finden, um ein Schutzschild im letzten Kapitel zu machen. Weil könnten wir jetzt schon versuchen, mit diesem Schild durchzukommen. Aber wir wollen 100% spielen, bedeutet, wir wollen auch die anderen Kapitel spielen. Wir haben das letzte Kapitel auch zu 100%, oder das allererste. 100% hier gelöst, sieht man ja. Und der liebe Rabe hat gesagt, wir sollen irgendwas hier machen. Aber wir haben hier was erschienen. Und ja, können wir nichts damit machen. Kommt nur Musik raus. Okay, cool. Ich kann damit noch nicht anfangen. Cool. Okay. So, Jeep. Halte RB gedrückt und bewege dich, um eine Kiste zu verschieben. Hier. Dann kann ich hoch. Oh, Leute. Und ja, meine Meinung, finde ich das Spiel gerade ziemlich geil. Es macht mega Spaß zu spielen. Ich nehme trotzdem das einen Tag später auf. Boah. Ein Morgen später. Ich habe es gestern Abend gezockt und jetzt spiele ich das heute Morgen am 16.10. Gestern kam ja auch der erste Part direkt draußen. Mit X aktivierst du den Schwanzschlag oder rollen aus den. Na, das weiß ich doch. Ey, den kennen wir doch. Schon gemacht? Meine Kumpels und ich haben immer Tipps und Hinweise auf Lager. Aber sie sind nicht alle so große wie ich. Einige wollen schon verlangen für auf Federn. Ah, okay. Federn sind anscheinend irgendwelche Bezahlungsmöglichkeiten. Ah, dann schlagen wir mal das und zack. Das Tor geht auf. Und das ist Pagey. Pages gibt es anscheinend doch. Okay. Das hat mich. Wollte ich eigentlich schon noch im letzten Part noch erwähnen. Dass ich bis jetzt noch keine Pages gesehen habe. Und hier ist das zweite Kapitel. Hui. Kapitel 2. Fabrikfrucht. Okay. Okay. Können wir noch nicht hin. Ich würde trotzdem noch ein bisschen erkunden. Snauser! Oh, Snauser hieß er so. Hallo, meine Freunde. Und nein, das ist schon wieder Trouser. So, hier. Nicht Snauser, Trouser. Die Maschine auf deinen Geldbörsen aufpassen, Yuka. Ey, Trouser, wegen deinem blöden Tor kommen wir nicht hier weiter. Ah, das wird mir. Das meint ihr, das ist. Oh, das meint ihr? Das ist doch nur ein Paywall. Meine neueste Geschäftsidee, die mich zum Millionär machen wird. Wir müssen da daran vorbei und weitere Truppen von Bean Tylone finden, um Capital B zu bezwingen. Ganz wichtig Angelegenheit. Na, warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ist so verehrte Kunden wie euch öffne ich die Paywall für nur ein Bruchteil der Tweetmünzen kosten. So eine Halsabschneider. Wir wissen, dass für dich Kundschaft darstellt, Trouser. Als ihr nicht genug habt, es soll jede Menge Tweetmünzen in den der. Ich kann nicht lesen. In den verstreuten Kapiteln geben. Okay. Wir haben ja eine. Nee. Ausgezeichnet, Wahlfreunde. Ah, okay. Haben wir das geöffnet? Aber man sieht, wie riesig die Karte ist. Und da geht's was auf. Okay. Nicht so, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal in die nächsten Kapitel. Da sind drei Bücher. Und die nächste Paywall. Okay, das ist so. Die Paywalls sind so gesagt, um zu gucken. Okay, du spielst ein bisschen mehr 100%. Das ist gut. Hier, was weiter. Ist mir eine Ehre, mit euch Geschäfte zu machen. Ihr seid auf dem besten Weg, das nächste Abenteuer zu meistern. Wieder mal Dank, draußen. Gehst du bitte? Ich hab keinen Bock mehr. Was ich hier gesehen habe, könnte ich vielleicht auch hochspringen. Ja! Was ist hier oben? Interessant aus, da ist eine Bombe.
Ah, die Bomben brauchen wir doch bestimmt für Dingens, für das Tor dort hinten, was wir gerade gesehen haben. Hoffe da vielleicht durch das. Bombenblume! Was ist hier? Okay, da brauchen wir nochmal die Bombenblume. Von der Blume, sorry. Okay, da müssen wir schnell sein. Komm, 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 komm. Okay, nee. Das war dumm. Ich habe eine bessere Idee. Warum machen wir es einfach nicht von hier? Boom! Boom! Und wieso machen wir springen? Okay, schade, das geht nicht. Oh Mann, okay, jetzt wollte ich ein bisschen skillen. Es hat aber nicht geklappt, dann gehen wir den normalen Weg. Und noch mehr Federn. Finde ich toll. Aber warte mal, wir brauchen die Blume draußen, oder? Nehme ich sie mir mal mit. Piep, piep. Lauf durch. Na, okay, die können wir leider nicht mitnehmen. Hätten wir das schon. Egal, dann gehen wir auf ins zweite Kapitel. Fabrikfurcht. Immer mit der Ruhe schau dich erstmal um, bevor du die Kisten kriegst. Ja, das soll ich wirklich machen. So, ich wollte mit euch ein Thema besprechen. Wow. Oh. Geil, sieht das denn aus? Ich würde mir nicht verraten, das sieht mega geil aus. Musik auch ziemlich sick. Ah, schon wieder das. Ich wollte mit euch reden. Okay, wir müssen die ja alle einfangen, weil die gehen ja auch mit. Das haben wir ja letzte Part erfahren, die Geister. Komm her. Haben wir die verpasst? Anscheinend. Oben ist ja was. Da kommen wir nicht hin. Oder? Irgendwas, um hochzukommen? Nö. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Okay, Kreislegen. Okay, jetzt welches Thema ich ansprechen wollte. Ich wollte ansprechen, wie ich. Eine kleine Story mit dem Spiel hier. Ich habe das Spiel ja gestern gekauft, am 15.10. und 2001. Jetzt gedacht. Und ich wollte schon einen Tag davor kaufen. Ich habe mir eine Paysafe-Karte geholt, um die zu bezahlen zu können bei Instant Gaming. Link in der Beschreibung, meine Affiliate-Link. Immer gerne reinschauen. Komm ich da ran? Ellie, komm her. Keine Ahnung. Ob ich da rankomme. Vielleicht gibt es noch einen oberen Teil, wo wir oben spielen können. Ne, wir gehen mehr runter. What the fuck? Ich bin. Komm her, Lady. Ich bin auf den zugerollten Löwe, wurde getroffen. Ah, ich weiß, was vielleicht jetzt wir machen könnten. Hier ist doch diese Frucht. Ja. Okay, das geht. Da brauche ich noch eine. Vielleicht irgendwas hier verpasst. Ich mag diese Fabrik, weil die sieht schön aus. Oh, nee, hier ist keine Frucht mehr. Ich finde das strange. Vielleicht verpasse ich, habe mich ja auch irgendwas verpasst. Okay, und jetzt ist Lady weg. Und ich bringe einfach rein. Boah. Wie doof von mir. Oh mein Gott, okay. Hey, ich hab die doch gar nicht mal berührt. Betrug. Oh mein Gott. Ob ich da hochgekommen bin. So. Da war was oben. Da war was oben. Ich muss dieses Level nochmal spielen. Aber die Level sollte man auch am besten mehrmals spielen, weil... Ja.
Ich finde, die Level sind so aufgebaut, dass man einmal sieht und dann sieht man, was man falsch gemacht hat und dann so, oh, und dann denkt man sich, oh, so macht man das. Nee, das geht nicht so. Wir haben noch keine Münze, oder? Nee. Finde ich so strange, dass wir noch keine Münze haben. Also hier wären die zweite Frucht gewesen. Was gibt es hier? Ah, schon wieder diese Geschoss. Da! Das ist die erste Münze. What? Wie lange ist das Level denn? Fuck. Komm her. Okay, das war knapp. Haben wir jetzt die erste Münze. Okay, finde ich gut. Ah, hier wäre eine Lady-Glocke. Das sollte wahrscheinlich wirklich so eine Lady-Glocke sein. Ich auch Flügel wie Lady. Es muss ja nicht alles sein, was mit Lady zusammenhängt, auch zu Lady Buzz, aber das ist für mich logisch. Okay. Her, du verreck mal. Ich mag aber das Spiel. Toll. Okay. Man kann auch gucken. Okay. Okay, perfekt. Dann sind wir hier. Wir brauchen den Key. Die Tür ist verschlossen und muss mit einem Schlüssel geöffnet werden. Ja, wie gesagt, wir brauchen einen Key. Zack. Ah, das Level gefällt mir ziemlich stark. Warte mal, wollte ich nicht eine Story erzählen? Fuck, Lady ist weg. Ja, Lady ist weg. Ah, Mist. Mann, ey. Okay, nochmal. Ich wollte das Spiel mir eigentlich... Wie hat der mich getroffen? Wow. Wow. Okay. Hier ist ja auch was. Wenn nichts Wichtiges. Okay, ich wollte das Spiel kaufen. Und ja, was gefällt mir bei Instant Gaming, weil ich mit einer Passive-Karte zahlen, muss man Gebühren noch zahlen. Das bedeutet noch so 1,98 € muss ich mehr bezahlen. Genau, mir fehlte für das Spiel, war gerade 35% runtergesetzt, mir fehlte genau 12 Cent. Ne, 10 Cent. Fehlten mir da, weil ich 1,98 hatte. Dann, das Game hat gerade so 19 Euro irgendwas gekostet und ich hatte noch noch AG-Credits, die von euch kommen, von Tobi und eigentlich von Lennart und noch irgendjemand, so richtig weiß, hatte ich dann 1 irgendwas und mir hatten 10 Cent gefehlt. Ich muss schnell Geister fangen. Man kann nicht hoch, okay. Aber wir sind gut ausgewichen. Sehr knapp. Ja, wir müssen aber hier den Key haben. Wir haben immer noch nicht den Key. Ach nee, da konnte man durchkriechen. Komm her, Lady. Lady, komm her. Ach komm, weil ich einen Millimeter zu weit gerollt bin. Egal, hier war ja sowieso ein Safe Point. Checkpoint. Edit, sie fickt mich ab. Egal, ich mach dieses System. Schön schwer. Ah, hier ist eine Glocke drin. Okay. Ja, wenn ich hier Lelly verloren hätte, hätte ich sowieso kriegen können. Und die hätten wir sowieso nicht benutzen können. Haben wir immer noch nicht benutzt. Okay. Da kann ich doch mit einer Rolle rüber.
Ach man, das ist Betrug. Ich kann den gar nicht einsammeln. Ich muss zurück. Lass mich zurück, Fettsack. Ja, schön, dass du mir das alles schenkst. Ich will trotzdem zurück und diesen Eingang da oben abchecken, wo ich hinkomme. Muss. Als ob ich denn nicht mehr hochkomme. Ach, komm schon. Okay, das ist verarscht, aber das finde ich blöd. Weil, wenn ich jetzt nächstes Mal wieder verkacke, muss ich das nochmal machen. Es geht ja nicht. Okay, wollte ich gerade schon sagen. Okay, hier ist ein Weg. Da gehen wir rein. We got it. Okay, was ist jetzt hier? Ist die zweite Münze? Nee, die vier. Vierte? Wie viel haben wir verpasst? Uff! Wenn Chauser irgendwie so hört, dann beim Njam. Finde ich lustig. Und ich hoffe mal, dass ich habe euch die Musik mal lauter gestellt. Im letzten Part war die echt leise. Da tut mir leid. Ah ja, ich denke, ich habe sie jetzt ein bisschen lauter gestellt. Mann, ey. Okay, da kann man nicht draufstehen, deswegen. Aber wir machen einmal so. Wir haben in der Luft. Okay, wie fliegt der? Einfach hier drunter. Perfekt. Oh, das kennt man auch zu gut von Mario und Donkey Kong. Diese Passagen. Ey, das Level macht echt Spaß, Leute. Hä, wo wurde ich jetzt getroffen? Nicht meinen Gegner gesehen oder so. Ach da, die kommen rein von oben runter. Ach so. So. Hier kann man schön Fehler farmen. Kann das sein? So, und Checkpoint. Mag die Checkpoints. Mag das sein. Hier ist nichts. Nein! Lady, komm her. Was ist hier? Was ist das? AB. Bombe? What? Nein! Der ist gewastet. Uff. Boah, das war knapp. Bett? Wir müssen dieses Level nochmal komplett dort von vorne spielen. Uff. Okay, wir haben den zweiten gerettet, aber durch unser Ding Gary. Wir haben vier. Gut. Und die Musik ändert mich an Raven Legend. Ich find's toll. Ich find's toll. Ich find's toll. Aber das war komplett enttäuschend. Egal. Wir haben die nächste. Dingens. Bienen. Pylon. Nummer 2 für das Endboss-Level. Das können wir jetzt mal besuchen. Aber ich will 100% haben. Bedeutet, ich will auch alle Kapitel haben. Aber Jungs. Was habe ich da angestellt? Okay, wir sehen uns nochmal im Level. Oh mein Gott, ich bin hochgekommen. XD, aber hier ist nichts Wertvolles. Okay, aber Leute, das geht da hoch. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man dort hinten bei der Tür hinkommt. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es mir gerne in den Kommentaren, aber ich lasse es erstmal dort sein. Dort hinten. Oh lol, hier ist ja ein... Oh, ich bin nicht hohl. Boom. Jetzt rein. Oh. Und hier ist die zweite Münze. Okay, gut. So, ab zur dritten, vierten. Und hier kommen auch... Oh Mann, ey. Ich muss echt besser drauf achten. Hier ist der Key. Uff. Okay. Ich habe, denke ich mal, den dritten Schlüssel gefunden. Vermutlich.
Ja, aua, scheiße. Ellie, komm her. Will nicht sterben. Gut. Njam. Ich finde es dann lustig. So, und wieder raus. Da haben wir die dritte Münze. Finde ich toll. Oh mein Gott, ich bin rübergekommen, aber ich... Als ob hier nichts ist! Da ist eine Tür, aber die kriege ich nicht auf. What the fuck? Okay. Das, ich habe mich schon gefragt, ganz wo die muss die Bombe hin? Und genau dahin muss sie. Boah, ist das Assad. Aber ich habe es so gesagt. Nicht zweimal spielen müsst für das Spiel. Ich bin Papa Game wohl extra down gegangen, um nochmal was zu machen, nachzugucken, aber ihr habt es 100%. Boah. Dann gucken wir noch ein bisschen die Welt und dann beende ich den Part, würde ich sagen. So. Paywall haben wir ja geschafft. Haben wir ja schon gelöst. Frage ist jetzt, wie wir an diese Bombe da oben hinkommen. Ich sehe halt irgendwie nirgendwo, wo wir die Bombe hochkommen können. Ich frage mich ganz etwas, was das ist. Oh fuck. Okay, dann ja. Gehen wir mal ins neue Gebiet. Bis jetzt, ich sag mal zum zweiten Kapitel, ich mag es. Ich mag es sogar mehr als das erste Kapitel. Ich mochte aber bis jetzt beide Kapitel. Mich haben beide mega viel Spaß gemacht. Aber mal gucken, wie... Die Todikas! Hey Leute, ich bin's, Wendy. Ah, sag so, du bist es. Ich bin hier, Boy. Mein Spiel scheint Todika aus dem Patsche zu helfen. Oh, an der erinnere ich mich. Die sind echt hilfreich. Ich hatte Hosen an. Was wäre denn für uns, wenn die... Erstmal einen Blick auf das I-Tonika-Menü. Das ist Tonika. Das ist das Tonika-Menü. Hier werden alle Todika angezeigt, die ihr von der Overworld findet. Ihr müsst sie erst mit Federn aus den Kapiteln kaufen, aber das hier ist umsonst. Drück A, um eins freizuschalten, wenn du genug Federn hast. Versuche es jetzt mit A. Für 0 Federn kaufen. Gute Arbeit. Du hast damit den ersten Tonikum gekauft. Drücke zum Auswahl A. Drücke zum Auslösen A. Ausgezeichnet. Du hast das Tonika. Hab dich ausgerüstet. Damit flüchtet Lady im Kapitel nicht so schnell und du hast mehr Zeit, sie zu retten, Yuka. Ja, sehr frech. Wer redet denn hier von Flüchten? Du großer Käsebrocken. Das nennt mich der Mais. Oh, danke, Wendy. Das klingt doch ganz nützlich. Uns unbedingt und es gibt noch viel andere von denen. Wenn ihr einen der Overworld. Hahaha, könnt ihr immer im Tonika-Menü nachsehen, dass ihr damit angefangen könnt. Aber denkt daran, dass sie nur in den Kapiteln funktionieren. Kommt jederzeit zurück, wenn ihr mir über sie wissen wollt. Tonika sind ja cool. Aber ja, ich habe euch noch gar nicht hier dieses Menü gezeigt. Das ist die Overworld-Menü. Das zeige ich mal euch. Ziemlich cool aus. Da kann man hier links... Immer zu Kapitel hin. Das ist hier Kapitel 3, das ist Kapitel 4, das ist Kapitel 5. Dann gibt es hier alle jegliche Bienen, die vermisst sind. Das ist halt unsere neue. Zigari. Können wir durchlesen. Eine Hoch. Die Bozelland. Eine Hochlandbiene, die ihre Reihen und Formationen mit Eisenstacheln befehligt. Diese ältere Mitglied des Bienen-Talons ist für seinen Umgang mit Singers in seinem früheren Leben bekannt. Okay. Und dann hier die Tonikas. Und ich habe schon gesehen, man kann 3 machen. Das erinnert mich ziemlich stark an, hier Dings, an, Lego-Spielen. Aber wir haben hier noch welche. FX, ein Fieber greift um sich Disco-Fieber. Was? Okay, den haben wir schon.
Dann, Lady hat einen riesigen Kopf jetzt ganz wirklich. Einer von den 90ern beeinflusst das Skin ohne zusätzliche Polygon. Warte mal. Yuka wird biolumisent und fing an zu leuchten. Gut um die Dunkelheit, die Orientierung. Okay. Hä? Ach stimmt, die funktioniert nur Dingens. Aber das ist mich gestört. Ich werde das ausrüsten erstmal. Aber man steht hier mal 0,9 Federmultiplikator. Bedeutet, wir kriegen 0 minus 0,1 Feder. Aber das sieht interessant aus. Bonikas. Jeep, Kumpel Kracher mit A und L. LB? Okay. Ja, alles richtig. Da reden wir noch mit ihm. Willst du einen Tipp für 10 Federn kaufen? Jo, wir haben 1800, reicht. Ja, das ist genug, okay. In einem Fern in der Nähe verbirgt sich ein Geheimnis. Kumpel Kracher fahren mit ALB, um es zu enthüllen. What? Hier befindet sich ein Geheimnis mit dem Kumpel Kracher, können wir es öffnen. Den können wir nicht auf dem Weg. Okay. Weiß nicht, wo was gemeint ist. Oh, lol, okay. Ich sehe, was wir machen. Die gedrückt und bewege. Ja, das wissen wir ja schon. So, und hier hoch und dann. Oh. Kann ich nicht durchrollen? Oh, schade. Und öffne. Nice, mehr Federn. Ah, okay, gut. Das mit dem Dingens muss ich mir mal merken. Aber was ist dort? Dein Weg. Da kommen wir noch nicht hin. Oder kann man sich ducken? Nee. Guck mal. Ja, perfekt. Und. Mist. Da muss es ein bisschen mehr hier hin. Das will ich noch versuchen. Nein, okay, zu seitlich. Hatte schon meiner Meinung nach viel zu lang, aber egal. Muss ja ein komplettes Kapitel noch ausschneiden. Okay, noch ein bisschen näher. Boah. Jetzt sollte es aber funktionieren. Komm. Komm ich da nicht mehr hoch? Doch. Ha. Haha! Ausgetrickst! Vielleicht kommen wir gar nicht so ran. Da konnten wir das machen. Okay, und dann sollte hier noch was sein. Hab ich gerade gesehen, ja. Ah, da ist ja noch ein Weg. Oh, okay. Ah, ich finde sie cooler. Ich finde den Soundtrack aber gerade mehr, weil den Höhlensound hier, dieses normale Theme, aber mit den Bongos. Oder mit den Bongos, oder mit den Trommeln. Ich weiß nicht, was das ist. Düm, düm. Aha, Schiffsbruch. Hey. Endlich daheim. Und wie das hier aussieht, schaut mal rein, wenn ihr einen Augenblick Zeit habt. Okay. Kommt, wir schauen uns hier um, aber macht es euch nicht zu bequem. Ja, wir machen uns auch nicht zu bequem, aber wenn ihr euch bequem machen wollt, dann schaltet gerne beim nächsten Part ein. Wir sehen uns, bis dann und ciao, euer Marc. Bye, bye.